Das einfachste Brot der Welt, das kann wirklich jedes Kind. Dazu brauche ich 2 Tassen Weizenmehl, Typ 550, plus 1,5 Teelöffel Salz und 1/4 Teelöffel Trockenhefe. Dazu eine Tasse Wasser. Das war auch schon der schwierigste Teil. Gibt einfach alles in die Schüssel und verrühre das gut. Wer möchte, kann noch etwas Olivenöl in die Schüssel geben, damit der Teig später schön aus der Schüssel rausgeht. Und lassen den Teig für 12 Stunden ruhen. Meiner hat 3 Stunden geruht. So, nach meiner Zeit gebe ich etwas Olivenöl auf die Arbeitsmatte. Das ist deswegen, dass ich den Teig besser anfassen kann und nicht klebt auf der Matte. Alternativ könnt ihr auch natürlich auch Mehl nehmen. So, den Teig tun wir ganz kurz auseinanderziehen und legen den wieder zusammen. Wir formen zu einem Ballen und stretchen den Teig ein wenig. Ich benutze jetzt noch ein wenig Grießmehl, damit kann ich den Teig noch besser bearbeiten. So, ihr könnt jetzt so eine Teigmatte benutzen, aber ich habe hier mein Gärkörbchen. Ziehe ihn nochmal ganz kurz stramm und lege den Teig in mein Gärkörbchen. Und immer mit dem Schluss nach oben lege. Der Teig sollte jetzt noch eine Stunde ruhen. Zwischenzeitlich tun wir den Backofen auf 250 Grad vorheizen, mindestens 20 bis 30 Minuten. Bevor wir das Brot in den Ofen tun, geben wir noch 50 ml kaltes Wasser in die Backschüssel, um das Brot zu schwarten. Das Backblech ist nun ganz heiß. Wir geben das Brot auf das heiße Backblech und backen 40 bis 45 Minuten. So, wie man erkennen kann, das Brot geht richtig super auf. Ich habe gedacht, es platzt auseinander. Also ich finde es jetzt wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt gehe ich mal noch schnell in den Keller und hole mal die Brotmaschine und schneide euch das mal so richtig gut an, dass man das mal richtig sieht, wie das Brot geworden ist. Mittlerweile ist jetzt auch wieder ein bisschen abgekühlt und das Brot muss mindestens 2 Stunden abkühlen. War vorher nicht ganz abgekühlt und schaut es euch an. So sieht es jetzt aus. Ist unnormal lecker. Ich habe das später probiert. Das ist ein Träumchen von Brot. Das schmeckt hammermäßig. Nur mit ein bisschen Butter drauf. Tolle Krume, tolle Kruste. Perfekto. Kinderleichtes Brot. Ich habe es ein bisschen in die Länge gezogen. Man soll es ja auch noch ein bisschen verstehen können. Das Rezept stelle ich euch in die Infobox. Und ich sage dann mal wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao.